Hallo liebe Freunde, willkommen zur großen Show und dem Sturm und ich freue mich ganz besonders, einen der aktivsten Telegram-Tickerer im deutschsprachigen Raum an meiner Seite begrüßen zu dürfen. Ich möchte nicht viele Worte verlieren. Servus lieber Traugott Ickeroth. Ja, schöne Grüße nach Wien. Danke für die Einladung, lieber Manuel. Ja, sehr, sehr gerne. Ich bin ja wirklich immer wieder angetan, wie viel Energie und Zeit du da in deinen Ticker reinsteckst, bis morgens oft. Das ist ja wirklich also phänomenal. Aber wollen wir gar nicht so lange um den Preis herumreden, beginnen wir mal mit dem aktuellen Geschehen in Deutschland. Dramatische Bilder allerorts, Hochwasser in der Eifel. Es sind chaotische Bilder natürlich, was logisch ist. Es muss sich jetzt langsam mal strukturieren. Mehr als 100 Tote bislang angeblich. Man weiß aber noch immer nicht genaue Zahlen. Aber was wir wissen ist, dass so Anlagen wie HAARP und so auf Hochtouren gelaufen sind zu dieser Zeit und Geoengineering zwar immer von den ganzen Mimikamas-Faktencheckern als Schwurbel, Blödsinn und die Anlage würde ja schon stillgelegt sein, was gar nicht stimmt. Und Strategiepapiere habe ich jetzt unlängst wieder ausgegraben aus dem Jahr 2009 vom Council on Foreign Relations und der Royal Society. Also das gibt ja alles, ja, es ist alles da an Beweisen und es wird nach wie vor negiert, dieses Thema. Aber Feuer frei, Traugott, wie siehst du das? Ja, da ist ganz klar eine Wettermanipulation. Das ist für mich offensichtlich, zumal es ja jeder sehen konnte durch die sogenannten Riffelwolken, die eine Woche vorher am Himmel zu sehen waren. Und das kommt durch diese EMF, Extreme Low Frequency Wellen, also diese extrem langsamen Wellen, die in die Ionosphäre geschossen werden. Und da werden sie zurückreflektiert. Und man kann natürlich damit das Wetter beeinflussen. Man kann Hochdruck- und Tiefdruckgebiete verschieben. Und vielleicht hast du mitbekommen, dass hat ja einer die Temperatur in Kuwait gemessen. Die war 54, noch was im Schatten und 74, noch was in der Sonne. Und da hat man gesehen, das sind die Stoßstangen von den Autos, haben schon angefangen zu schmelzen. Das ist Irrsinn. Was ich noch erwähnen möchte, ist, dass Wilhelm Reich hat ja in Arizona auch mit dem Cloudbuster Versuche gemacht und hat festgestellt, dass das sehr gut funktioniert, dass man das DOR, diese Deadly or Destructive Orgone Energy, rausziehen kann und oder ableiten kann. Und man kann dort sehr schönes Wetter machen dadurch. Er hat aber auch gesagt, dass das hochgefährlich ist, weil wir sollten nicht in die Natur eingreifen, sondern nur im Notfall machen, falls irgendwie Überschwemmungen sind oder Dürreperioden, um dafür die Ernährung zu sorgen, um das sicherzustellen, aber ansonsten nicht. Übrigens nicht nur eine Station, sondern nach 500 Metern wieder eine. Das heißt, so ein Cloudbuster hat einen Radius von 250 Kilometern. Das heißt, in 500 Kilometer Breite sollen die praktisch auf der ganzen Erde verteilt stehen. Mhm. Ja, was ich sehe, ich habe meine eigene Theorie, dass wir jetzt zusätzlich zu diesem ganzen Covid-Narrativ, über das wir auch noch nachher kurz zum Sprechen kommen werden, aber ich möchte auch kurz bei dieser Überschwemmungsgeschichte bleiben, dass das für mich kein Zufall ist. Wir wissen, es geschieht nichts zufällig auf dieser Welt und dass gerade jetzt kurz nach Cyberpolygon, über das werden wir vielleicht auch noch kurz sprechen, wo ja schon angedeutet wurde, dass die bösen Russen die Wahlen bei euch jetzt in Deutschland im Herbst einhacken werden, um die Frau Baerbock zu verhindern, weil sie gegen die Frau Baerbock wären absoluter Blödsinn. Ja, wenn, dann wird es genau umgekehrt sein, weil diese ganze Klimakampagne spielt ja jetzt wieder den Grünen in die Karten. Alle Widerstände der medialen Berichterstattung, die der Frau Baerbock, der irgendwie schon ein bisschen immer mehr Gegenwind bringt, aber sie wird ja nach wie vor gestärkt. Sie ist nach wie vor als Delegierte aufgestellt. Das heißt, man wird sie auf Biegen und Brechen durchpeitschen.
dann wahrscheinlich auch noch mit Dominion. Und da spielen natürlich solche Sachen wie jetzt diese ganze Öko-Klimakatastrophe und auch noch vor der Haustür in Deutschland den Grünen in die Karten. Das ist meine böse Verschwörungstheorie. Wie siehst du das? Ich sehe das genauso wie du, dass man das instrumentalisiert und sagt, ja hier, das ist der Klimawandel oder die Klimaerwärmung. Zum Klimawandel kann ich sagen, das Klima wandelt sich in jeder Sekunde auf jeden Quadratzentimeter. Und wir haben in der Vergangenheit haben wir Minima gehabt und Optima und die waren schon wesentlich drastischer. Was wir jetzt erleben, ist natürlich eine riesige Klimalüge, genauso wie die Pandemielüge, um bestimmte Ziele durchzupeitschen. Das Klima wird letztlich definiert in der Wissenschaft hauptsächlich durch den Abstand Erde-Sonne. Und wenn Laschet sagt, er will das Klima schützen, dann will er diesen Abstand schützen. Also das ist ja vermessen. Das ist genauso idiotisch wie diese ganze CO2-Lüge. Wir wissen, wir haben 0,038% CO2 in der Luft, davon menschengemacht. 4% wird mittlerweile geschätzt, keine 5 mehr. Und das heißt, wir kriegen 2 weitere Stellen hinterm Komma. Und der Anteil Deutschland ist nochmal ungefähr 4%. Da kriegen wir nochmal 2 Stellen hinterm Komma. Das heißt, wir haben 0,00000 und dann irgendwas Prozent CO2. Während gleichzeitig in China über 800 Kohlekraftwerke gebaut werden. Also das ist sowas von absurd. Und man denkt, durch die Erhebung einer CO2-Steuer wir das reduzieren können. Das ist, ja, also ist Irrsinn, ne? Ja, es ist so irre, die Politik, auch wie bei diesem ganzen Covid-Schwachsinn, sie denkt nicht zu Ende, auch diese ganze Lithium-Geschichte. Ich meine, E-Mobilität wird mittelfristig eine wichtige Rolle spielen, aber nicht mit dieser Technologie, die auf Raubbau, nämlich extremen Raubbau am Planeten, der sich auch natürlich rächt und Kinderarbeit etc., wo wir wissen auch, dass diese Autos ja auch zum Brennen schon begonnen haben und da auch in die Luft gehen und das geht ganz schnell. Ich habe ja so eine Lithium-Akku-Explosion hautnah miterlebt bei einem kleinen Laptop wohlgemerkt. Jetzt kannst du dir vorstellen, was ist, wenn da so ein Tesla-Akku auf einmal losgeht. Also das ist alles nicht zu Ende gedacht, aber so ist halt unsere Politik. Das ist blanker Opportunismus und Zweck. Pragmatisierung und alles. Ja, es ist furchtbar. Also, da muss ich sagen, habe ich vielleicht eine andere Meinung dazu. Aus Sicht des Staates macht das sehr wohl Sinn, diese Elektroautos. Man kann sie jetzt bei der Anzahl der Bevölkerung, wie wir sie jetzt haben, ist der Strom gar nicht da. Da müssen wir jetzt zig neue Atomkraftwerke bauen. Nein, sie gehen ja davon aus, das soll ja erst 2030 eingeführt werden, dass dann die Bevölkerung so stark reduziert ist, dass das dann Sinn macht. Gleichzeitig will man ja die Mobilität einschränken und die Autoschen, die fahren ja 250 Kilometer, dann lässt die Batterie nach oder das, ja, genau, das Akku lässt nach. Man muss wieder aufladen. Also das ist überhaupt kein Vergleich zum Verbrennungsmotor. Aber das Ganze hat wiederum doch was Positives an sich. Denn die kriegen das nicht durch, ihre neue Weltordnung. Und dann haben wir die Elektroautos und da brauchen wir nur die Akkus rauszuwerfen. Und ich habe es vorgestern im Ticker gebracht, der Sturm ist da, dass Nikola Tesla 1916 schon ein Pierce Arrow angetrieben hat mit freier Energie. Da waren vorne 2 Antennen und hinten 2 Antennen und er konnte 165 km/h schnell fahren. Mhm. Und so wird das Negative am Schluss umgedreht werden in was Positives. Aber das ist auch der Übergang. Ich denke, wir kommen dann auch wirklich zur absolut futuristischen Fortbewegung wie Flugscheiben. Aber das ist eigentlich Musik noch von übermorgen. Das ist übermorgen, ja. Aber da bin ich auch bei dir d'accord, dass wir irgendwann so schwebende Autos haben werden. Das ist zwar jetzt, Stand heute, noch ein bisschen utopisch, aber aus NWO-Sicht hast du vollkommen recht, aus Sicht der satanistischen Kabbalisten, dieser Plan macht durchaus Sinn, klar. Aber er wird nicht aufgehen, also das sehe ich vollkommen wie du, auch wenn die Leute immer mehr in Panik verfallen. Was wir erleben, ist ja auch, dass jetzt Zahlen rausgekommen sind. Und da möchte ich jetzt kurz zum Covid, leider das leidige Covid-Thema, aber möglichst kurz auch behandeln. In Österreich ist die Sterbezahl gestiegen im letzten Jahr rein zufällig seit der Impfkampagne. Ja? Rein zufällig, ne? Reiner Zufall. Weiß man da in Deutschland auch schon was? Ja, ich meine, teilweise haben wir ja auch die Statistik vom Robert-Koch-Institut. Die sind natürlich geschönt. Man hat die Corona-Fälle künstlich hochgeschraubt, das wissen wir ja.
wer, selbst wenn er beim Autounfall gestorben ist, der wurde dann so lange getestet, bis irgendwann mal zufällig positiv war und der ging dann als Corona-Toter in die Statistik ein. Und genauso erleben wir das jetzt umgekehrt, was die Impftoten anbelangt. Die werden verheimlicht und verschwiegen. Aber wir haben interessante Aussagen, zum Beispiel eine Aussage neulich vom Beerdigungsinstitut in Berlin. Der da arbeitet, hat gesagt, es wird deutlich mehr. Und wir sehen es ja auch. Und zwar, also ich sehe es weniger, aber ich höre es mehr. Hier der kleine Ort, in dem ich wohne, da war ganz selten mal Lalülala. Und ich höre es mittlerweile, habe ich es erst mal einmal am Tag gehört. Und jetzt, gestern habe ich sogar zweimal am Tag gehört und heute Morgen wieder einmal. Ich warte darauf, dass es dann wieder losgeht. Und was soll das anderes sein als irgendwelche Notfälle wegen Sinusvenenthrombosen und Ähnlichem? Das ist eine interessante Berichtung, weil in Wien ist genau dasselbe. Ich habe heute mit einem Freund genau dasselbe besprochen. Er wohnt am anderen Ende der Stadt als ich. Ich wohne relativ zentral, eher am Stadtrand. Auch bei ihm ist allerdings ein relativ großes Hospital, bei mir in der Nähe auch. Und wir haben beide die exakte Wahrnehmung, dass diese ganzen Rettungssirenen immer vermehrt werden, diese Einsätze. Und das kann, wie du richtig schon angesprochen hast, nur mit irgendwelchen Impffolgen oder Thrombosen etc. zu tun haben. Ja, und das ist schon sehr, sehr auffällig. Die Frage ist, was werden sie dann tun? Ich meine, ihr Plan ist ja augenscheinlich. Sie versuchen ja, uns irgendwie wegzuradieren, zu reduzieren. Das ist ja dieser Eugenik-Gedanke, der zwar immer wieder negiert wird, auch diese Aussagen von diesem Mann, der beim der Jacques Attali, das wird so als Fake-Zitat hergenommen. Du weißt, welches Zitat ich meine. Nee, der war Präsidentenberater von Mitterrand. Das war nicht eine hohe Funktion gehabt. Ja, aber das wird so von den Faktencheckern dargestellt, wie wenn er das so nie getätigt hätte, diese Aussagen. In seinem Buch kann man es ja klar lesen. Also wir wissen, die Soziopathen haben diese Pläne. Sie wollen den Pöbel wegradieren. Was ich mir noch eine Frage ist jetzt, es gibt ja diesen Effekt mit dieser Magnetisierung bei gewissen Menschen, bei der Impfstelle. Den haben manche, aber nicht alle. Was ortest du da dahinter? Also zunächst einmal, das ist eine sehr interessante Frage. Warum haben das nicht alle? Weil einer der, ich weiß jetzt nicht, wie er heißt, ein Amerikaner hat gesagt, die jeweiligen Firmen, die den Impfstoff rausbringen, also egal, Moderna, Johnson, Pfizer, BioNTech und so weiter, die haben mehrere Chargen und scheinbar sind einige Chargen so zur Kontrolle harmlos. Das heißt, es ist erklärbar, dass einige nicht magnetisch sind. Warum sind die magnetisch? Weil sie Graphenoxid bekommen. Und warum braucht man das? Dass sie magnetisch werden. Aber warum sollen sie magnetisch werden? Ganz einfach, weil die Nanobots sich selber reproduzieren. Und dazu brauchen sie Eisen. Und um Eisen anzuziehen an die Spike-Proteine, braucht man das Graphenoxid. Hm. So. Und jetzt passiert's. Wenn die Leute merken, oh, sie haben Eisenmangel und nehmen Eisen zu sich, dann werden mehr Nanobots produziert. Und es gibt Leute, die behaupten, die Spike-Proteine wären die Nanobots oder die Spike-Proteine wären die Nanobots wären zumindest in den Spike-Proteinen, weil diese Nanobots haben auch Stacheln und die setzen sich dann auch oder zerstören auch die Gefäße von innen. Und dann passiert das Gleiche, was auch von außen passiert, wenn man eine Verwundung hat. Es bildet sich erst Lymphe, dann ein Schorf, dann eine Kruste. Das heißt, es wird alles ein bisschen dicker, wenn ich eine Verletzung an der Hand hätte. Und das passiert aber auch in den Veneninnenwänden. Da gibt es ja auch durch diese Stacheln, Spike heißt ja Stacheln, diese Verletzungen und das wird genauso repariert wie auf der äußeren Ebene. Das heißt, es bilden sich auch Verdickungen. Und wenn diese Verdickungen zu dick werden, dann funktioniert der Blutfluss nicht. Es gibt Thrombosen, die Adern können platzen, es gibt alles Mögliche bis zum Aneurysma, alles Mögliche. Oder auch Herzprobleme. Das ist ganz klar durch die sogenannten Spike-Proteine, die aber, das möchte ich nicht ausschließen, identisch sind oder in denen auch diese Nanobots sind. Mhm. Ja, also das ist eine ultra raffinierte, wenn du mich fragst, Reptotechnik, die sie haben. Ne, es geht überhaupt nicht um Corona, es geht um die Impfung, ausschließlich um die Impfung. Deswegen wollen die Weltbevölkerung impfen. Aber wir müssen das jetzt mal gedanklich durchspielen. Was passiert denn, wenn so viele an den Impfungen sterben? Natürlich werden sie versuchen, das zu verheimlichen und wenn das rauskommt, sagen sie, ja, das ist eine neue Variante, was weiß ich, also Delta vielleicht nicht, oder Lambda, Kappa, Ymixo, Pyro, Sigma, egal.
Was passiert dann? Irgendwann werden es die Menschen merken. Also keine Lüge läuft ewig. Und die werden wach werden. Und dann passiert das, was Q sagt. Sie können nicht mehr aus den Häusern raus. Ich habe gestern noch ein kleines Video vom Spahn gesehen, wo er so ganz schnell ins Auto springt, weil er ist ja schon in Lebensangst, so ist er mir vorgekommen. Und die wissen, dass sie lügen und die wissen, dass das, was sie machen, Konsequenzen haben wird. Ob es Nürnberg 2 geben wird, ob das überhaupt nötig ist, weiß ich nicht. Aber es wird aufgeräumt werden, ganz klar. Da bin ich schon bei einem nächsten guten Punkt. Wenn du Q ansprichst und jetzt auch Nürnberg 2.0 schon so ein bisschen in die Runde geworfen hast. Shaif, ein Mythos, wo viele auch mit Ungeduld warten und das viele als ja Schwachsinn ab, und andere sagen wieder, ja, das Ding ist am Laufen. Du hast ja da ein bisschen mehr Einblick. Wie ist denn der Stand, was Shaif angeht? Auch wieder super gut, dass du das ansprichst. Zunächst einmal habe ich geschrieben, dass die Gesetzgebung, dass die Schäf-Gesetzgebung heute noch vollumfänglich gültig wäre. Bis sich Leute gemeldet haben, meinten, nein, Traube, das stimmt so nicht. Mit wem lagen wir im Krieg? Wir lagen mit der US-Incorporation im Krieg. Die wurde aber am 2. November 2020 von Trump aufgelöst. Das heißt, uns ist der Verhandlungspartner für einen Friedensvertrag, was die amerikanische Seite anbelangt, weggefallen. Die russische war ja eh klar, die hat ja 1990 schon das Angebot, sogar mit den Ostgebieten, wo die Freimaurer Genscher und Kohl das abgelehnt haben. Das heißt, der Verhandlungspartner ist weggebrochen, die Schäftruppen haben hier keine Berechtigung mehr. So, das klingt zunächst einmal ernüchternd, aber die Dominion-Wahlmaschinen, die waren in Frankfurt. Und damit ist das ist quasi wie für die USA wie ein ausländischer Angriff. Und damit haben die wiederum das Recht, hier reinzugehen und sich gegen den Angriff zu verteidigen, beziehungsweise gegen die, die davon wussten, dass das geschieht, oder die Auftraggeber, die unter anderem auch in Deutschland sitzen. Und die kommen ja, es konzentriert sich ja mittlerweile immer mehr auf Deutschland oder auf Europa allgemein, weil die neue Weltordnung wird in den USA scheitern. Da ist es schon am Scheitern, es ist noch nicht so richtig sichtbar. Aber die Wahlergebnisse von Maricopa, Arizona und vielen anderen, Wisconsin, Philadelphia, Georgia, das wird alles noch rauskommen, weil die machen alle forensische Nachuntersuchungen. Und dabei wird sich beweisen, dass Trump mit absoluter Mehrheit gewonnen hat, also mit überwältigender Mehrheit. Und die können also dadurch schon eingreifen in Deutschland. Mhm. Könnten sie. Jetzt gibt es natürlich Skeptiker, die fragen, wo ist der Beweis, dass dieses US Corp aufgelöst worden sei? Hat das nicht der Flynn gesagt, General Flynn, dass es aufgelöst sei? Genau, also der Flynn. Ich weiß, das ist schon allgemein gut. Mhm. Ja, es gibt aber Skeptiker halt, die da nicht so drinnen sind, und die haben wir ja auch in unserer Bewegung. Es ist ja leider, wir wissen, dass ja unsere Szene ein bisschen gespalten. Die einen sind halt an uns, die anderen nicht. Und ich finde diesen Kleinkrieg auch lächerlich, weil im Prinzip wollen wir alle dasselbe. Aber nur um da halt die Leute abzuholen, genau, General Flynn hat das kommuniziert. Der ja auch übrigens so for roundabout ja, einigen Monaten sich sehr viel in Europa aufgehalten hat. Ich weiß, dass er in Serbien war, Mike Pompeo war in Wien, hat er da auch Gespräche angestoßen, dass sich da Biden und Putin treffen könnten, obwohl das ja der Pompeo noch von der Vorgängeradministration war. Hat er da schon ja für den reibungslosen Übergang und so gesorgt. Und es ist ja auch in Österreich, weil wir immer hier in Österreich ja glauben, wir seien ja neutral. Ja, erstens sind wir seit Ratifizierung des Lissabon-Vertrags sowieso nicht mehr neutral. Damit haben wir auch die Todesstrafe de facto wieder. Aber wir haben auch noch eine große Lüge. Bei uns heißt es ja, wir hätten eine Verfassung. 1955, Staatsvertrag, Leopold Figl, Österreich ist frei, wurde groß rausposaunt. Er hat dann nur das, was auf seinem Zettel noch stand, wenn Deutschland seinen Friedensvertrag hat, das hat er halt nicht gesagt. Ja? Und damit ist Österreich auch nicht frei. Ja, kein Land ist im Moment frei. Und man sieht ja, dass wo es ein paar Präsidenten gibt, die versuchen wollen, ihr Land frei zu halten, dass die umgebracht werden. So jetzt der von Haiti, wo da zwei Sachen ins Spiel kommen. Das eine ist, er wollte keine Impfungen, hat keine Impfungen bestellt. Und zudem, ich weiß nicht, ob es stimmt, hätte er was gegen die Hillary Clinton Foundation in der Hand. Und schon eine Sache allein ist tödlich. Ne? Wir sehen es ja an dem ehemaligen tansanischen
tansanischen, tansanischen. Tansania, ja, ja. Ja, Mukulfi, ich weiß nicht, irgendwie so klingt sein Name. Und es wurden ja auch noch drei andere umgebracht. Also jetzt mit dem haitianischen Präsidenten sind es fünf. Und die haben natürlich nicht solche Sicherheitsverkehrungen, wie sie Bolsonaro oder Orban haben oder Lukaschenko von Weißrussland. Aber die stehen mehr oder weniger auch auf der Liste. Die werden gezwungen, alle mitzumachen, genauso wie die Bevölkerung gezwungen werden wird, sich impfen zu lassen. Wir sehen es ja, in Bali herrscht, so wie ich weiß, Impfzwang. In Griechenland gehen sie ganz stark in die Richtung, in Frankreich auch. Jetzt erstmal die Krankenpfleger und Ärzte. Aber Macron hat vorgestern, glaube ich, war es gesagt, dass er die ganze Population durchimpfen will. Und seitdem haben wir verstärkt nicht nur Gelbwesten in Frankreich auf den Straßen. Und was in Kuba geschieht, das geht ja auch gegen die Corona-Maßnahmen, natürlich auch gegen die Misswirtschaft und die Versorgungskrise, genauso in Südafrika. Da wird ja langsam immer mehr in Schutt und Asche gelegt und Plünderungen und so. Gibt es natürlich noch Weißenviertel und die sind bewaffnet und die halten sich die Plünderer mit Gewehren vom Hals und versuchen, dass diese Infrastruktur noch weiterläuft. Aber man versucht auch hier die Infrastruktur zu zerstören. Und das sieht man ja, das kommt ja dazu. Was meinst du, wie die Bauern fluchen hier, weil ihnen die Ernte hier wegschwimmt oder ersäuft? Ne? Mhm. Gleichzeitig sieht man Videos, wo sie Lebensmittel vernichten. Also kurz und gut, man versucht hier eine Lebensmittelknappheit zu erzeugen. Man versucht weiter Druck zu machen, zusätzlich zu Chemtrails und Glyphosat und so weiter. Ne? Mhm. Ja, das ist auch, genau, der Druck wird erhöht und jetzt parallel neben dieser ganzen Covid-Geschichte wird der Klimawandel immer mehr in Stellung gebracht. Also irgendwann werden wir wahrscheinlich einen Klima-Lockdown haben oder wie in den 70er Jahren. Da gab es ja mal, als man diese wahnsinnige Sommerzeit bei uns eingeführt hat, als am Tag des Energiesparens, die Älteren mögen sich erinnern, das ist ja der Ursprung dieser schwachsinnigen Sommerzeitregelung, dass man da ja einen autofreien Tag hatte und solche Sachen. Dann gibt es dann vielleicht wieder an den Tag, einmal die Woche darfst du nicht mehr Auto fahren und so. Das sehe ich alles schon kommen, ja, das ist nicht mehr so fernab. Oder mit geraden und ungeraden Nummernschildern. Wir hatten dieses Autobahnfahrverbot ja, als Jimmy Carter Präsident war in den genau. USA. Mhm. Ja, genau. Ja, es ist ein Wahnsinn. Und jetzt allerdings ist es sehr schwierig, ich erlebe das in Gesprächen, selbst die, die eine Zeit lang auch noch positiv gestimmt waren, sind doch einige jetzt langsam in einem, ja, ich möchte sagen, ja, Sie erkennen von der Straße mit Demos und so, das funktioniert nicht. Dafür ist auch wieder mal die Ego-Geschichte, spielt da leider oft bei den Veranstaltern zu viel hinein oder behindert viel. Aber gut, von der Straße hat noch selten eine Revolution funktioniert in der Regel. Krisenvorsorge. Da sind jetzt viele dabei, die erkennen das, aber da steigen halt auch viele aus. Das macht vielen Angst. Also einige sind jetzt in so einem Angstmodus. Was kannst du denen mit auf den Weg geben? Ja, was ich gehört habe, dass die Leute, die Prepper, Zulauf bekommen, also jene, die lernen, sich in der Betonwüste oder im Freien zu überleben. Mhm. Und das kann man richtig lernen, da gibt es verschiedene Tricks und es sind auch Gruppen, die passen gegenseitig auf sich auf und stehen auch teilweise untereinander in Kontakt und die wissen, wie man durchkommt. Also ich bin nicht bei den Preppern und ich habe das Gefühl, dass es für mich ausreichend ist, auf meine innere Stimme zu hören, sodass ich zur richtigen Zeit am richtigen Ort bin und das Richtige auch tue. Ganz klar, wir müssen uns gegenseitig unterstützen. Wir müssen jetzt auch anfangen, hier zum Nachbar, ob wir ihn mögen oder nicht, da versuchen, Kontakt aufzubauen. Aber immer bitte mit Vorsicht. Wir wissen, das Phänomen des Sheddings ist ernst zu nehmen. Und wir wissen ja schon seit vor über 3 Monaten hat es ja in England angefangen, dass ungeimpfte Frauen, die in engerem Kontakt waren mit geimpften Personen, dass die auf einmal die gleichen Symptome hatten und der Körper angefangen hat, Spike-Proteine zu bilden. Und es ist jetzt noch nicht ganz klar, wie das vor sich geht. Da gibt es nämlich 2 Möglichkeiten. Schulmedizinisch sagen sie ja Tröpfcheninfektion oder Hautkontakt. Es ist aber auch möglich, dass das über die medizinische Ebene geht, wenn wir zu nah am Ätherfeld sind einer geimpften Person und wir wissen, die DNA ist aufgereiht an der Doppelhelix, die ist eine Antenne zum Senden und Empfangen und wenn wir die Fehlinformation bekommen, das ist dieses kleine Messenger-RNA, das ist die Fehlinformation und wenn unsere Antenne die empfängt, dann
beginnt unser Körper auch Spike-Proteine zu produzieren. Ne? Also das ist eine hochgefährliche Sache. Und ich selber passe auf, ich habe zum Glück niemand Geimpften in meinem Umfeld weit und breit, also da Hut ab. Ne? Und da fühle ich mich relativ sicher. Aber für die, die täglich am Arbeitsplatz oder ja, in ihrer Familie Umgang mit Geimpften haben, da ist einfach Vorsicht zu raten. Und es gibt jetzt schon die zweite Studie, auch aus England ist die, die das bestätigt, dieses Phänomen. Und bei Frauen merkt man das besonders, die sind eher anfälliger dafür, wie es aussieht. Die haben dann Menstruationsstörungen. Und es ist alles, die ganze Palette, bei den Schwangeren zum Beispiel Fehl-, Früh- und Totgeburten. Also das ist heftig. Wir wissen ja auch, dass wir dadurch uns selber sterilisieren durch die Impfung, also keine Nachkommen mehr zeugen können, Frauen wie Männer nicht mehr, was ja auch von den Eugenikern geplant ist. Und jetzt haben wir einen interessanten Widerspruch, ne? Genau die gleichen Leute, die behaupten, es gibt eine Überbevölkerung, die sagen jetzt, wir wollen euer Leben retten. Ne? Merkst du das? Dass da was nicht stimmen kann, ne? Ja. Aber das ist, wie soll ich sagen, schon immer so gewesen, oder? Dass sie erschaffe ein Problem und präsentiere dann die Lösung. Ne? Von daher. Genau so funktioniert das. Bei der Pandemie, bei der sogenannten Klimaerwärmung, das ist kein Problem. Es sind beides keine Probleme. Die werden künstlich durch die Medien verbreitet. Die Leute, gehirngewaschen, wie sie traurigerweise sind, in überwiegender Anzahl, glauben das, handeln entsprechend und sind dann leicht in jedwede Richtung manipulierbar. Das ist ja das eigentliche Problem. Das ist die Masse. Das ist nicht insgesamt, was weiß ich, 8.000 bis 10.000 Top-Satanisten, sondern das ist die schlafende Masse. Und genau darum, um die geht es ja im Transformationsprozess, dass die wach werden sollen. Und wenn sie nicht wach werden wollen, dann werden sie eine neue Inkarnation in einer anderen Zeitlinie bekommen. Dann dürfen sie die neue Weltordnung erleben und dort als Sklave dienen. Diese Erfahrung dürfen sie machen. Das ist ja offensichtlich ihre freie Entscheidung. Es ist jedermanns freie Entscheidung. Drum, ich bin ja ein Demaskierter. Ich bewege mich seit Beginn der Pandemie ohne Plandemie, ohne Maske. Ich habe mittlerweile keine Probleme mehr in Supermärkten und so, auch in den öffentlichen Verkehrsmitteln. Eine Zeit lang gab es halt immer wieder mal irgendwie so Blockwart-Mentalität. Aber ich habe einen Attest, das ist auch gültig, von einem Arzt, der nach wie vor praktizieren darf, und von daher habe ich da keinen Stress. Aber ja, es ist einfach furchtbar, wie dieses Thema die Gesellschaft spaltet. Ja, und auch das ist gewollt. Das ist natürlich alles, wenn man sich dann wieder diese Zitate von einem Michael Hayden, 2008, ehemaliger NSA und CIA-Direktor, der ja für 2020 bürgerkriegsähnliche Zustände für Europa prophetisch vorausgesagt hat. Gut, jetzt kann man sagen, ja, das ist ja nicht wirklich Bürgerkrieg, aber ich würde sagen, so in manchen Ländern ist das schon sehr nah am Bürgerkrieg. Ja, dann ist das ja, also dieser Plan mit diesem Fake-Virus war wirklich grenzgenialer Schachzug, ja, aus Sicht dieser soziopathischen Satanisten. Gebe ich dir absolut recht und die Gefahr eines Bürgerkriegs ist real. Wir sehen es ja jetzt schon in Südafrika und Kuba. Und wenn man durch die verschiedenen Telegram-Kanäle geht, dann sieht man, es sind ja überall Demonstrationen in Polen, in Frankreich, in Spanien, in London. Gut, London, diese zweite Millionen-Demonstration, die ist jetzt schon 3-4 Wochen her. Aber da geht es auch weiter. Also es ist eine weltweite Bewegung. Die weltweite Aufwachwelle hat angefangen. Und die wird verstärkt werden. Wir werden das sehen, wenn jetzt die Todesfälle sich erhöhen durch Impfungen. Irgendwann können die nicht mehr den Deckel draufhalten. Und dann bekommen wir massiv Unterstützung und Rückenwind. Du befindest dich da an einem sehr historischen Ort, passend zu dem, was für viele gerade so als sinkendes Schiff bezeichnet werden könnte. Magst du mal erklären? Ich dachte, das ist ein interessantes Hintergrundbild. Das war der Rauchersalon auf der Titanic. Ne? Der Pott ist ja untergegangen und passend dazu wird das System auch untergehen. Und das werden, glaube ich, nicht wir sein, die das machen. Das wird das System selber, wird sich zerstören. Die ganzen Widersprüche, die ganzen, man sieht zum Beispiel an den Grünen, wie sie sich gegenseitig fertig machen. Weißt du, die Baerbock hat zum Beispiel gesagt, ja, sie kommt ja aus dem Völkerrecht und du machst da mit Schweinen oder sowas, ja. Das hat ja den voll eins ausgedrückt, ne. Und er sitzt da und ich meine, es ist genauso ein Chaot wie die, oder so kriminell wie die Baerbock, ne.
Aber ich glaube, der tiefe Staat stellt jetzt fest, dass die einfach zu dumm ist, für diese böse Rolle zu übernehmen, ne? Dass das dann doch der Laschet wird, der ja polittaktisch wesentlich cleverer ist. Deswegen hat er sich auch gegen Söder durchgesetzt, ne? Söder kommt mehr daher wie so ein Panzer und der Laschet ist ein Taktiker, aber mit größter Vorsicht natürlich zu genießen. Wenn er jetzt sagt, hier ist kein Impfzwang und so, Merkel hat das ja auch gesagt, aber nee, man muss genau zuhören. Noch, hat sie gesagt, noch nicht und was hat sie noch, zwei Wörter, bisher noch nicht nötig, also in ihrer Rede hat sie das mehrmals gesagt, wo man davon abgesehen, wenn sie ja weg ist, wenn es Neuwahlen gibt, wird sie ja nicht mehr gewählt, weil sie hat ihr Kontingent von 20 Jahren ja schon voll ausgeschöpft. Dann kann sie sagen, ja gut, da habe ich nichts mit zu tun, ist jetzt Laschet oder was weiß ich, wer an der Macht. Ne? Der Peter wiederum, der Denk, hat eine andere Theorie, der meint, dass das vielleicht sogar gut ist, wenn die Baerbock Kanzlerin wird, damit doch noch mehr Menschen vielleicht erwachen, so alle Biden-Syndrom, ja, in den USA, so verwirrter, die bringt ja keinen geraden Satz raus, dass das beitragen könnte, noch mehr Menschen in Deutschland zum Umdenken oder Nachdenken anzuregen. Naja, aber ob sie es wird, die Grünen sind jetzt auf 17% gefallen, die CDU ist in Deutschland derzeit auf 28, also wir haben da eine Differenz von 11%, ob sich das nochmal verschieben kann zugunsten der Grünen, weiß ich nicht. Ich kenne diese Theorie, je schlimmer der Kanzler oder die Regierung, umso schneller haben wir es hinter uns, den Zusammenbruch und so weiter, ne? Da ist was dran. Auf der anderen Seite versuchen die natürlich, sich so lange wie möglich über Wasser zu halten. Und dann, da brauchen sie auch ein Minimum an Intelligenz, zumindest um die Befehle, die von oben kommen, um die umzusetzen. Und die Baerbock hat sich ja herausgestellt, es stimmt ja gar nichts. Also weder in ihrem Lebenslauf, dann Heinrich-Böll-Stiftung 40.000, da muss sie sich also auch rechtfertigen, weil sie hat ja nie einen Abschluss gemacht. Völkerrecht, Kommilitonen haben gesagt, die war ja nie bei den Vorlesungen, hat aber 40.000 dort in London scheinbar High Life gemacht, keine Ahnung. Ist mir auch egal, ich gönne es ihr, aber dann soll sie bitte das deutsche Volk in Ruhe lassen. Ja, ich finde es ja grotesk, dass sie es nicht schafft, ihren Ghostwriter dahingehend so weit zu briefen, dass der halt möglichst bitte nicht auffällig in Copy-Paste-Manier von Wikipedia und so einfach abschreibt. Ja? Ich meine, das ist ja... Oder mit Fußnoten versieht. Aber sie hat sich ja selbst dermaßen in Widersprüche verwickelt. Es ist ein Sachbuch, es ist kein Sachbuch. Doch, es ist ein Sachbuch. Also da kommt ja nur Unsinn raus. Ich hätte nie gedacht, dass das was von Schäpli intellektuell zu unterbieten ist, aber es ist nie scheinbar. Kommen wir mal jetzt zu einem Thema, was auch ein bisschen, ja auch immer mehr in den Vordergrund drängt, diese ganze Disclosure im Bereich Exopolitik. Da bist ja du auch tief drinnen in diesem Thema. Da steigen sehr viele aus. Es ist ein umstrittenes Thema. Die einen sagen nach wie vor Werner von Braun, vierte Karte, Fake-Angriff, Alien-Invasion. Andere sagen wieder, nee, das hat schon alles seinen Grund und seine Richtigkeit. Ich gehöre auch eher zu jenen, die meinen, ja, wir haben das. Es gibt ja da diese Galaktische Föderation, von der dieser Haim Ashet, der israelische Chef des Weltraumprogrammes, auch jetzt immer lauter in den letzten Monaten gesprochen hat, in zahlreichen Medien, Trump ja auch mit der Space Force, auch das Deutsche, weil die Bundeswehr hat jetzt ein Weltraumkommando gegründet, die Chinesen, ich habe hier ein Buch hier von Michael E. Seller, der wirklich gute Aufklärung macht, du kennst ihn ja sicher, hier der Rote Drache, der Aufstieg des Roten Drachen, Ursprung und Gefahren des geheimen Weltraumprogramms der Chinesen. Und dann haben wir hier die dunkle Flotte, das geheime Weltraumprogramm der Reptiloiden und die Schlacht um das Sonnensystem. Und wenn man natürlich jetzt mit Reptiloiden kommt, steigen leider sehr viele aus. Wie stehst denn du zu dem Thema? Oh, das ist extrem komplex. Ja. Zunächst zum Michael Seller. Der ist kein Insider per se. Er interviewt halt nur jene, die behaupten, ja, bestimmte Erfahrungen gemacht zu haben und bei dem Secret Space Programm beteiligt werden, zu sein oder dabei gewesen zu sein. Das SSP, das schreiben übrigens die Insider mit kleinem P hin und die zwei SS groß, um Hinweis zu geben, wer das eigentlich initiiert hat. Das ist ursprünglich, es hat ja angefangen mit der Brill-Gesellschaft, den Kontakten zu Aldebaran offensichtlich, aber ich kann dazu nicht sagen. Dann kam die Haunebus von der SS und dann kam die Glocke als höchstes Geheimprojekt und das war die Ausgangslage für dieses geheime Weltraumprogramm. Da könnte ich einiges
dazu sagen, da muss ich mich aber sehr zurücknehmen, weil das sind Informationen, die noch nicht raus sollen und nicht, das ist nicht gut, wenn die rauskommen. Was ich aber auf jeden Fall sagen kann, ist, dass das ganze Thema Secret Space Programm gespickt ist mit Desinformationen. Das ganze UFO-Thema ist sowieso gespickt mit Desinformationen. Und ich erinnere dann, was William Cooper gesagt hat, in den 80er Jahren war es, glaube ich, auf dem öffentlichen Kongress, warum das so ist und warum die Geheimhaltung so groß ist, weil sie in zwei Flugscheiben menschliche Leichenteile gefunden haben. Aber weiter geht es jetzt hier nicht. Ne? Es gibt Zeitreisen, gar keine Frage. Roberto Oraudi in Damenhur hat das schon gemacht und diese Technologie ist bekannt und wir wissen auch, wie es geht. Emory Smith hat es ja ausführlich erklärt, dass man durch ein elektrostatisches Tor geht und das hat eine bestimmte Frequenz, wie die Planeten diese Frequenz haben. Das sind aber im Grunde Dimensionen und die gehen mit 6-Mann-Teams da rein, das ist ein bisschen unangenehm. Und wenn die rausgehen, die müssen genau diese Stelle wieder finden, obwohl das Tor von dieser Dimension oder da, wo sie sind, nicht sichtbar ist. Und wenn sie da ein bisschen zu sehr an der Seite gehen, also können sie sich Extremitäten abschneiden. Also es ist eine total verrückte Geschichte, was da alles abgeht. Man darf auch oder sollte nicht alles glauben, aber wie gesagt, Zeitreisen sind möglich. Sie haben auch eine gewisse Fähigkeit, in die Zukunft zu schauen. Erstmal mit dem Chronovisor, dann haben sie die weiterentwickelte Technologie mit Looking Glass, wo sie auch Teile aus der menschlichen Hypophyse brauchen, die ja bei den Sumerern so als Tannenzapfen abgebildet wurde. Und man hat zum Beispiel im Ukraine-Krieg, also als Donbass und Lugansk sich gegen die Kiewer Truppen von Poroschenko verteidigen mussten, hat man auf dem Schlachtfeld, hat einer beschrieben, dass etliche Verletzte getötet wurden, sind mit dem durch Schädelspaltung und die Hypophyse hat gefehlt. Also das sind unglaubliche Sachen, die da im Hintergrund abgehen und das brauchen die halt für diese Technologie, um in die Zukunft zu schauen, aber das soll nur begrenzt möglich sein. Mhm. Was auf jeden Fall sicher ist, ist, dass wir in einem massiven Wandel sind. Es geht um die Seelen der Menschen oder um das menschliche Bewusstsein findet der Kampf statt. Deswegen haben wir so viel Desinformation, so viel Manipulation, so viel Sperrung auf YouTube und selbst auf BitChute, selbst Rumble hat schon zensiert. Und auf der anderen Seite haben wir einen unheimlich großen Druck von unten nach oben. Also die Wahrheit drückt sich ans Licht und drängt sich ans Licht. Das Problem ist, dass viele vom Kollektiv einfach nicht hinschauen. Die haben Angst, den Elefanten im Wohnzimmer anzuschauen und zu sagen, ja, der ist wirklich real, der ist da, wir müssen jetzt was machen. Ne? Mhm. Die werden sich aussortieren und da bin ich ja ein bisschen drauf eingegangen in dem letzten Video. Ja, das letzte Video, der Sturm. Magst du es mal kurz runterbrechen für meine Zuschauer? Worum es da groß oder ja, Der Plan, genau, Entschuldigung. Das war eine Information von einem Militär. Gene Decode heißt der und die Essenz habe ich versucht wiederzubringen, aber das wurde teilweise falsch verstanden. Er hat gesagt, ich gebe es mit meinen Worten wieder, es gibt einen Parameter, nach dem jetzt selektiert wird, also sich die Spreu vom Weizen trennt. Und dazu muss man wissen, dass sich, wie auch in der Bibel steht, die Götter mit den Menschen vermischt haben. Also die Götter nahmen sich Menschen zu Frauen und zeugten Nachkommen und so weiter. Ja. Und wenn wir davon ausgehen, dass das Reptiloide waren, dann ist in der Menschheit auch diese reptiloide Genetik vorhanden und die ist tatsächlich vorhanden in unterschiedlichem Ausmaß, also von ganz wenig bis oder nahezu gar nichts bis 48-49%. Das sind dann die Shapeshifter, die Formwandler. Die satanischen, 13 satanischen Blutlinien. Ja, die gehören, ja genau, die gehören dazu. Das ist auch viel Black Nobility, also schwarzer Adel und so, die ja alle eigentlich aus diesem sumerischen, akkadischen Bereich kamen, dann sind sie über Rom und dann von Rom weiter haben sie noch zwei Dependancen gegründet, eine für die finanzielle Macht in London und die militärische Macht in Washington. So, das ist also praktisch so die äußere Struktur. Aber was die Genetik anbelangt, so haben wir gesagt, muss es einen Parameter geben, wo aussortiert wird. Und die Reptiloiden haben kein oder nur ein sehr retardiertes Herzchakra. Also sie haben Probleme, auf ihre innere Stimme zu hören. Und das ist ja jetzt ganz wichtig, weil in diesem Informationschaos weiß ja langsam gar niemand mehr, was ist jetzt wahr, was ist falsch. Die Leute sind echt verwirrt. Ne? Also nicht nur das Kollektiv, auch viele Wahrheitssucher sind dabei oder müssen immer mehr Mühe aufwenden, um herauszubekommen, stimmt das jetzt oder stimmt das nicht. So, und dazu brauchen wir die innere Stimme, unser Gefühl.
Und bei denen sagt halt das Gefühl, schlägt kein Alarm, bei jenen mit der hohen Reptogenetik. Das sind jene, welche am empathielosesten sind. Ja. Und am wenigsten Mitgefühl entwickeln können und Liebe und Zuneigung und solche empathischen Eigenschaften. Die werden nicht von ihrer inneren Stimme gewarnt, also lassen sie sich impfen. Die braucht man gar nicht umzulegen, die sortieren sich selber aus und das noch mit ihrem freien Willen. Das ist mal der erste Punkt. Dann war die Frage, sollen wir uns impfen lassen? Nein, natürlich nicht. Ich habe nur versucht zu erklären, warum Trump und Putin, erst Trump und dann 3 Monate später hat das Putin öffentlich gesagt, im Kongress haben Haufen Leute da gesessen, man soll sich impfen lassen. Weil sie dieser Agenda folgen, weil sie auch wollen, dass diese Menschen oder eben Nicht-Menschen mit zu hohem Reptoanteil, und das sind mittlerweile unheimlich viele, die eigentlich gar nicht mehr so menschlich sind, dass die sich von selber aussortieren. Das ist aber doch, bloß nicht falsch verstehen, keine Aufforderung, jetzt sich impfen zu lassen. Im Gegenteil, wir tun ja alles. Ich habe ja auch schon seit über 1,5 Jahren schreibe ich ja intensiv gegen dieses ganze, gegen diesen Glaubenssatz an. Das ist nur ein Glaubenssatz. Wir wissen, dass Impfungen nicht nützen und nicht schützen, weil es keine einzige wissenschaftliche Untersuchung gibt. Ja, in diesem Buch lasse ich Insider zu Wort kommen, aber ich habe Probleme mit Eigenwerbung. Da ist auch zum Beispiel der Edwin Castello und Schnöbel und William. Die darf schon mal sein an dieser Stelle. Gutes Ja, ich danke dir. Ja, es sind noch ein paar Exemplare da und die kann man gerne haben. Genau, das war jetzt zu dieser reptiloiden Genetik. Die nächste Frage, die auftaucht, ist, was ist mit den Kindern? Ja, ich meine, es geht ja auch in der Chemie nichts verloren. Die gehen dann auch in eine andere Zeitlinie oder in eine neue Inkarnation. Wir haben so eine wahnsinnig Panik vor dem Tod. Der Tod gehört zum Leben und das Leben gehört zum Tod, wie Krishna in der Gita sagt, oh Arjuna, nichts ist so natürlich wie der Tod. Alles, was geboren ist, wird sterben und alles, was gestorben ist, wird geboren werden. Wozu sollen wir uns vor so etwas Normalem fürchten? Und diese Eltern natürlich mit Reptogenetik, die haben auch höchstwahrscheinlich Kinder mit starker Reptogenetik. Und deswegen lassen sie die dann auch impfen. Das heißt, die ganze Familie geht dann woanders hin. Natürlich sollten wir versuchen, so viel wie möglich zu retten, aber manche, das merken wir ja, die hören nicht auf Fakten, die sind auch emotional nicht mehr zugänglich. Und jetzt habe ich gehört, ganz interessante Sachen, total verrückte Sachen. Mehrere haben schon geschrieben, die würden komisch riechen, die schon länger her die schon vor längerem diese AstraZeneca-Impfung bekommen haben. Und die würden so ein bisschen einfallen, graue Haut bekommen. Ich muss sagen, ich kann da überhaupt nicht mitreden. Das habe ich alles von Hören sagen, aber auch jetzt von Freunden von mir. Gerade einer, heute hat mich einer angerufen, der ist Lehrer, der hat gemeint, er hat immer so einen komischen Belag auf der Zunge, wenn er länger mit Geimpften zusammen ist. Es fühlt sich ganz komisch an, als würden die eine Schwingung verbreiten und teilweise auch einen Geruch. Also jetzt nicht ungewaschen oder so, aber irgendwas stimmt halt mit denen nicht. Das heißt, es macht sich jetzt schon bemerkbar, wie teuflisch diese Impfungen sind. Und an dieser Stelle, da ist eine Fehlinformation im Umlauf. Die Frau sagt, also die richtige Information bringt, durch MedBeds können wir keinen Impfschaden ausgleichen. Weil das ist so wie ein Architekt, der plant ein Haus, das Haus wird gebaut. Jetzt wird das Haus, was weiß ich, kommt um, wird zerstört absichtlich. Jetzt weiß man nicht mehr, wie sollen wir es aufbauen. Und wenn wir aber jetzt noch den Plan haben vom Architekt, dann können wir es genauso aufbauen an dem Ort, wo es gestanden hat. Das sieht dann genauso aus wie das Haus vorher. Mhm. Aber wenn jetzt die Blaupause, die DNA-Blaupause zerstört wurde, dann, und das ist ja die Ausgangslage für die medizinischen Betten, dann wissen die nicht mehr, ja, wie sollen wir das, in welche Richtung sollen wir das ja jetzt reparieren? Und deswegen ist da keine Heilung möglich. Und sie hat bestätigt, sie hat selber drin gelegen in diesen MedBeds, hat gesagt, ja, da ist wirklich eine Altersregression möglich. Und dann kam gleich so Einwände, ja, oh, dann wären wir ja viel zu viele. Meinte, nein, wir wären nicht zu viele. Wenn jede Familie nur 1, 2 Kinder bekommt und das ist dann überhaupt kein Problem. Wir sind überhaupt nicht überbevölkert, auch nicht mit 7,5 Milliarden. Und bei dieser Gelegenheit, ne, wenn wir lesen...
Da muss ich jetzt etwas fragen zu dieser MedBed-Geschichte, weil es gibt ja jetzt die Theorien, dass eine Hillary nicht mehr eine Hillary sei und auch ein Biden, dass wir es mit Klonen zu tun haben. Andere sagen wieder, ja gut, die hätten sich halt in ein MedBed gelegt. Was ist da jetzt richtig? Oh, da müsste ich ja ein hoher Whitehead sein oder oft auch der Schwarze. Ja, aber deiner Einschätzung nach. Ja, also meine Einschätzung, mein Gefühl sagt mir, Hillary wurde schon hingerichtet. Es gibt ja auch ein Hinrichtungsprotokoll, dass das nicht geklappt hätte, sondern dass sie sich stranguliert hätte, weil sie hätte keinen Knickbruch bekommen. Mhm. Ihr letztes Essen, Abendmahl sozusagen, wäre Rührei mit Erdbeershake gewesen und sie hätte ziemlich geflucht und geschrien. Und Obama wäre durch Kopfschuss hingerichtet worden. Also ich bin der Überzeugung, dass etliche ausgetauscht wurden. Wir sehen es ganz klar, wir machen eine Analyse von Joe Bidens Gesicht. Der den spielt, ich weiß nicht, ist es ein Klon, ist es was weiß ich, oder nur ein Schauspieler, die haben ja ganz tolle Masken mittlerweile. Das scheint ein ganz netter Typ zu sein, ja. Aber es ist nicht mehr der Original Biden, er spielt einfach die Rolle. Es ging ja, es geht nur, dass Kim Carrey höchstpersönlich die Maske dem Onkel Joseph spielen würde, ob das jetzt stimmt, ja. Das ist doch der, der bei der Truman Show mitgespielt hat. Genau, richtig, ja. Ja, ist auch so ein interessanter Film, ne? Genauso wie Leben, die zeigen es uns ja durch ihre Spielfilme. Ja. Und wir denken, das ist Science Fiction und nicht möglich oder unrealistisch. Hm. Aber jetzt wollte ich noch was, genau. Jetzt waren wir kurz bei den Georgia Guidestones. Sie haben ja gesagt, Reduzierung auf unter 500 Millionen. Das heißt, wenn wir jetzt 7,5 Milliarden sind, müssen von 15 Menschen 14 sterben. Das ist ihr Ziel, diese drastische Reduktion. Die wird aber nicht stattfinden. Schon allein der Deagle-Report, der ist bei deutlich mehr Menschen, also über 1 Million, wenn man das alles zusammenzählt. Natürlich gibt es einen starken Bevölkerungsschwund, das ist klar. Aber offensichtlich muss das so sein. Es muss ja irgendwie, weißt du, wenn wir diese ganzen Leute, auch die Negativen, wenn wir jetzt versuchen, jeden zu retten, damit in die neue Zeit gehen, dann ist es keine neue Zeit. Da könnten wir genauso weitermachen wie zuvor. Da bräuchten wir keinen Transformationsprozess. Es muss sich ja was transformieren. Und das, was sich nicht transformieren lassen will, das wird ausgesondert. Das ist für mich ganz logisch. Und über die Genetik ist es der idealste und leicht verständlichste Parameter. Also mir ist es sofort aufgeleuchtet, als ich den Decode hörte. Ich habe sogar so leichte, die Haare haben sich mir gesträubt. Und das ist für mich ein Zeichen, wenn ich merke, boah, das stimmt. Es kommt natürlich noch was anderes hinzu. Da sind wir noch nicht drauf eingegangen, dass er gesagt hat, auch dass viele, die Einwanderer, also unsere sogenannten Gäste, wären implantiert. Und dieses Implantiert könnte man durch 5G aktivieren, sodass die losschlagen, ähnlich wie der Messerstecher in Würzburg, der teilweise von den Medien sogar als Opfer, benachteiligtes Opfer, also, wir sprechen jetzt ja. Manchurian-Kandidaten sozusagen. Ja, oder den AAA, den alleinarbeitenden Attentäter. Wir wissen ja zum Beispiel, dass es tatsächlich gibt, einer der auffälligst gehabt. Der hat in der einen Hand die Pistole gehabt, wusste nicht, woher er sie hat. Und in der anderen hat er ein Buch gehabt, The Catcher in the Rye, der Fänger im Rochen. Das wäre der Trigger. Also es gibt verschiedene Möglichkeiten. Der Trigger kann ein Wort sein, das kann sogar auch ein Geruch sein, alles Mögliche, wo die dann loslegen. Und wenn wir aber wissen, dass etliche, oder kommen ja viele kräftige junge Männer, von Daesh, von Al-Qaida, was weiß ich, hier nach Europa und auch nach Deutschland. Was ist, wenn die tatsächlich implantiert wären und man die durch ein 5G-Signal aktivieren könnte, dass die dann ihre programmierten Attentate ausführen? Und er hat gemeint, Gene Decode hat gemeint, es wäre so, dass die sich auch dann wegimpfen lassen würden und dass diese Impfung dieses Implantat zerstören würde. Dazu muss man sagen, weil viele verstehen das nicht, wie soll das gehen? Die sind auf einem extrem hohen Niveau biotechnisch und die haben genauso wie die Deutschen Hilfe für die Flugscheiben bekommen haben, wie man die technisch konstruiert. Genauso können wir sicher sein, dass auch fremde Kräfte, also sprich Reptiloiden oder was weiß ich wer, diesen Physikern oder Technikern, Biochemikern viel mehr geholfen haben. Das ist ja die Arbeit, die in den Dumps gemacht wurde, unter größter Geheimhaltung und Compartmentalization, also diese Abteilungen in verschiedene Gruppen und keine weiß, was die andere macht, sodass alles hochgeheim bleibt und nur die Übergeordnete, die hat aber auch nicht den großen Überblick und das geht dann ganz nach oben und der
Oberste, was den militärisch-industriellen Komplex anbelangt, soll Rockefeller sein oder die Dynastie Rockefeller. Die Banken haben die Rothschilds und angeblich werden die schon entmachtet. Die Fed wäre schon verstaatlicht. Inwieweit das stimmt, das sind alles Sachen, die sind unheimlich schwer zu recherchieren. Und deswegen habe ich ja gesagt, wir wissen im Grunde gar nicht, wo wir stehen, was Sache ist und so weiter. Ja, was ich also Skeptikern im Bereich Exopolitik halt immer entgegne ist, und da muss man jetzt gar nicht so gleich mit dem Raptor-Thema kommen, das sind für mich so Phänomene wie Betty Barney Hill, dieser erste Entführungsfall, ja, die ja dann unter Hypnose von Zeta Reticula gesprochen haben und die Betty hat es sogar aufgezeichnet. Damals gab es aber dieses System noch gar nicht. Also es war noch nicht entdeckt. Dann diese ganzen Cattle Mutilation Phänomene, wo Pferde Kühe wie mit Laseroperationen ohne Blut, also blutleer irgendwo liegen, die Farmer sich wundern, wie das passieren konnte, auch im Schnee oft ohne Spuren, wie wenn sie von oben runtergefallen wären. Professor Mack, der diese Implantate rausoperiert hat bei einigen, die auch meinten, sie wären Entführungsopfer und dann hat man festgestellt, dieses Material ist nicht irdisch. Er hat auch zahlreiche Bücher geschrieben, dann wurde er zerrissen und ist ja leider schon tot, der Professor Mack. Und dann haben wir noch diesen Gary McKinnon, der ja bis heute in England nicht ausgeliefert ist. Die Amerikaner wollen ja, dass er unbedingt ausgeliefert wird, weil das war ein Computerspezialist, der sich da reingehackt hat und hat der Secret Space Force herausbekommen. Also du kennst dich ja super gut aus in dem Thema, muss ich schon sagen. Was im amerikanischen Mittelwesten passiert ist, das war in den 60er Jahren, hat das angefangen mit den Mutilations, Animal Mutilations. Mhm. Und dann hat das nachgelassen, aber in dieser, wo das bei Tieren nachgelassen hat, ist es bei Menschen hat es bei Menschen zugenommen. Und wir haben ja mal Medien gefragt, was die Kriterien sind. Und da kam raus, das wäre der pH-Wert der entsprechenden Menschen. Ich weiß nicht, was sie alles am pH-Wert ablesen und haben nach diesem Kriterium, es mag noch andere geben, Genetik und so weiter, Blutgruppe, wo sie bestimmte entführen. Und dann hat das wieder nachgelassen, dann ging es aber mit den Tieren nochmal verstärkt weiter. Die haben so pfenniggroße Löcher gehabt, durch die wurden die inneren Organe abgesaugt und dann hieß es ja irgendwie, das wären Opferungen, Satanisten hätten da ihr Unwesen getrieben. Nein, die Wunden, die hat man genau untersucht mikroskopisch und die Narbe war kauterisiert. Das heißt, man hat, das geht nicht mit dem Skalpell, man hat praktisch um die Zellen herumgeschnitten. Man hat keine Zelle verletzt und man hat ein Stück raus und die waren übrigens auch alle blutleer. Und Thomas Edwin Castello schreibt ja, warum die das Blut brauchen oder das Blutplasma, dass die sich davon auch ernähren unter anderem. Und das ist mittlerweile ein offenes Geheimnis. Es steht ja auch in den Veden. Dort werden diese Wesen Nagas genannt, also Schlangen. Wobei, da gibt es unter denen auch eine Hierarchie. Also ganz unten stehen diese grauen Bioroboter und die Small Greys. Und dann kommen die Reptos und die übergeordneten Dracos. Und dann kommen die sogenannten Mantis, die insektoziden Telepathen. Und über denen stehen dann die Schlangenwesen mit dem König Takshaka sozusagen und darüber die Spinnenwesen. Das sind aber keine Spinnen, das sind einfach feinstoffliche Wesen, die die Energie von ganzen Bevölkerungsgruppen, von ganzen Nationen absaugen können. Und darum geht es ja. Es geht um diese Energie, Prana, Lebensenergie, Chi, Ot, Orgon oder wie man das alles nennen mag. Das ist aber immer das Gleiche. Und wenn diese Lebensenergie, wenn die noch schmackhaft ist, indem sie niederfrequent ist, durch Angst, Hass, Furcht, Depression, Eifersucht und so weiter, dann schmeckt ihnen die besonders gut und die saugen sie ab. Und auf der Äußeren haben wir ja das ähnlich, da wird ja auch, das Geld ist ja auch eine Form von Energie, nur im härtesten Aggregatzustand, das fließt ja auch von unten nach oben, also von Arbeiten zu Reich. Noch reicher und noch reicher und deswegen hilft es auch nichts, wenn wir versuchen, wie einige Querdenker, das innerhalb des Systems noch was zu reparieren. Nein, das ganze System muss weg und natürlich mit Zentralbanken. Richtig, ja. Jetzt natürlich die Königsfrage, die sich alle stellen. Da haben wir uns im Vorgespräch kurz unterhalten. Du liest ja gerade auch ein religiöses Buch. Was ich ja darauf gesagt habe, was sich ja mit allen Überlieferungen so deckt, sei es jetzt der Tora oder dem Koran, oder auch im Neuen Testament ist das kommende Jahr 2022 eine
apokalyptische Rolle spielen soll. Die einen sagen, ihr Tempel wird fertig, die anderen sagen, es kommt dann der Dajjal, der Einäugige. Ja, das kommende Jahr wird absolut wegweisend sein, denke ich, für die weitere Entwicklung. Und ich glaube, ich habe auch mit einem Freund heute ein ähnliches Gespräch, wo er meinte, ja, wir werden ein paar, die sich da jetzt impfen lassen und so, die werden über die Klippe springen. Ja, da muss man dann auch, oder sollte man, so weh es einen tut, auch wenn einem der eine oder andere vielleicht nahesteht, das akzeptieren, ja, die sind halt nicht bereit, diesen Paradigmenwechsel zu vollschreiten, haben dieses Bewusstsein halt eben nicht erreicht. Aber wichtig ist, dass die Menschen, die dieses Bewusstsein haben, dass wir da an möglichst viele durchbringen, dass da möglichst viele überleben und wir dann gemeinschaftlich an einem guten Ding arbeiten können. Ja, das, was wir machen können, ist jetzt, wir brauchen nicht eine Warteposition oder auf der inneren Ebene eine Opferhaltung. Wir können aktiv schon mithelfen, die Zukunft aufzubauen. Es gibt Gruppen hier, auch hier bei mir in der Nähe, die haben einen stillgelegten Bauernhof wieder aktiviert. Die versuchen, in die Autonomie zu gehen. Wir wollen nicht von Aldi, Lidl, Edeka und solchen Konzernen abhängig sein. Und das ist ein richtiger Schritt in die richtige Richtung. Und es gibt auch Gruppen, die bauen schon eine, wie soll ich sagen, eine Organisation auf, falls hier mal das Chaos ausbricht, um da ein bisschen, wie soll ich sagen, regulierend einzugreifen. Ist noch zu früh, das alles zu erwähnen, aber das, hinter den Kulissen geschieht schon einiges und das ist wichtig. Genauso wie die Whiteheads ja schon viel gearbeitet haben, ausgetauscht haben. Und wir im X22-Report sagen sie regelmäßig, die Patrioten, die Whiteheads haben alles unter Kontrolle. Es sieht nicht so aus, das weiß ich. Wenn ich nicht so tief da drin wäre, würde ich auch mehr Angst haben. Aber ich habe jetzt überhaupt keine Angst, weil ich absolut sicher bin, wir gewinnen die Schlacht. Also die letzte Schlacht gewinnen wir, das ist überhaupt keine Frage. Die Frage ist nur, wie holprig wird es, wie dramatisch wird dieser Prozess und wie lange dauert er? Und dieses religiöse Buch, was du eben erwähnt hast, das ich lese einfach die Offenbarung des Johannes, und zwar von der Schlachterausgabe 2000, die ist am nächsten dran, am Textus Receptus, also am Originaltext. Natürlich ist auch alles viel verfälscht, nicht alles, aber und da steht, der Auserwählten wegen werden die Zeiten der Drangsal verkürzt auf 3,5 Jahre. Wenn wir davon ausgehen, dass es im März 2020 angefangen hat, da haben wir jetzt gut 1,5 Jahre rum. Und dann müsste es praktisch noch 2 Jahre laufen. Ich denke aber, dass es schneller geht. Ich weiß nicht, was das heißt, was am Ende dieser 3,5 Jahre steht. Da sind wir mit Sicherheit in ruhigeren Fahrwassern oder das Schlimmste haben wir überstanden. Das System ist weg. Aber der Wiederaufbau wird länger gehen, wenn wir davon ausgehen, dass so ein kleines Sandia, eine kleine Übergangszeit 50 Jahre dauert und 1987 mit der harmonischen Konvergenz mit Jose Agül, das ist verstorben, der die Maya-Hieroglyphen dechiffrierte als einer der ersten. Wenn es angefangen hat und 50 Jahre läuft, dann kommen wir bei 2037. Der Scheitelpunkt ist übrigens 2012. Und 2012 haben wir ja gesagt, das wäre so entscheidend, aber auf der äußeren Ebene ist nicht viel passiert. Nein, in den ersten 25 Jahren ist die Schlacht auf der geistigen Ebene gewesen und in den zweiten Teil dieser 25 Jahre, weil zusammen 50, ist die Schlacht der äußeren Ebene. Und wir brauchen beides. Schlacht auf der feinstofflichen Ebene ist gewonnen und jetzt müssen wir gucken, dass sich das hier manifestiert. Und erst ab 37 kann man davon ausgehen, dann haben wir wirklich freie Energie, weil die wird ja auch jetzt von den Whiteheads nicht freigegeben, weil sie wissen, die Gefahr ist zu groß, dass die missbraucht werden wird. Richtig. Genauso sehe ich es auch mit diesem Quantenfinanzsystem, ja, dass die das jetzt aktuell noch nicht freigeschaltet haben. Es gibt ja Gerüchte, Charlie Ward hat das ja berichtet, dass das in Portugal schon laufen solle. Ich sage da eher nein, weil ich da so ähnlich wie genau dieselbe Argumentation aktuell die Gefahr sehe, vor allem auch nur in einem Land. Wenn, dann müsste man das ja aus strategischen Gründen an mehreren Orten gleichzeitig hochfahren, dann fällt es einem schwerer, das auch wieder lahmzulegen. Aber wenn ich es nur in einem Land so hochfahre, ja, dann kann man es ja sofort wieder runterdrehen und die Gefahr ist eben, wir wissen ja, diese Control-Freaks haben es dann leicht, das einfach wieder zu missbrauchen und deswegen sage ich, nee, so sehr wie ich mir das wünschen würde, und das wird auch alles irgendwann kommen, aber aktuell sage ich persönlich nein. Wie siehst du das? Ich schließe mich dir an und zwar aus folgendem einfachen Grund. Um das Quantenfinanzsystem einzuführen oder auch Gisara in welcher Form auch immer,
Das geht meiner Meinung nach technisch nur, wenn alles runtergefahren wird, alle Ja. Computer runtergefahren werden. Und das wird dann auch weltweit bei allen Ländern in ihrer Gesamtheit wird das dann wieder hochgefahren. Ich glaube nicht, dass man das hier machen kann und da, und das würde sich ja beißen mit dem alten System. Es ist ja auch so, dass viele Transaktionen auch blockiert werden zurzeit. Solange der tiefe Staat die Bank unter Kontrolle hat, wird da nicht viel passieren können. Und es gibt natürlich Kanäle, die sagen, ja, Gisara kommt, Gisara kommt. Es mag sein, dass das alles schon in den Schubladen liegt und vorbereitet ist, aber ich sehe noch nirgendwo, dass sie sich auch nur im Geringsten manifestiert hat. Ich glaube, erst muss der Internet-Shutdown, zumindest der, ich glaube nicht, dass wir einen totalen Stromausfall brauchen, aber das Internet wird runtergefahren werden. Sie müssen es ja runterfahren und es ist ja auch angekündigt worden, einfach weil sie nicht zulassen können, dass bekannt wird, dass Trump Präsident ist oder wieder Ja. ist, ne, von Ja. vielen, ja, immer noch als Präsident angesehen, von vielen Militärs und von vielen Amerikanern. Und interessanterweise ist ja diese Auszählung, diese Nachzählung, diese oder forensische Untersuchung von Maricopa, das Ergebnis liegt vor, aber es wird noch nicht so richtig veröffentlicht. Ich nehme an, aus strategischen oder taktischen Gründen, aber das soll ja angeblich im August geschehen. Und wenn das geschieht, dann werden die Mainstream-Medien hier, die werden natürlich als Lügner dann entlarvt dastehen. Und es kann sein, dass das als Grund genommen wird, das Netz herunterzufahren und dass die lichtvolle Seite dann wieder das benutzt, um das Quantenfinanzsystem zu starten. Ich sage nicht, dass es so ist, nur das wäre eine schöne Option. Ja. Taubert, wir haben eine Stunde rum. Ich glaube, du bist wieder weiter tickern und arbeiten, aber wir könnten uns noch stundenlang unterhalten. Ich habe im Chat so wahrgenommen, dass sich die Leute oder Menschen, Zuschauer wünschen würden, wir haben jetzt über 1000 Live-Zuschauer, dass wir öfter mal zusammen was machen. Vielleicht schafft man das also einmal im Monat. Ich sage danke. Wir könnten, oder willst du noch ein bisschen weiterreden? Hast du noch Zeit? Ich will hier. Wir können auch aufhören, je nachdem, und das nächste Mal weitermachen. Es ist schon interessant, mit dir zu reden und vielleicht haben wir in einem Monat oder mit Sicherheit haben wir in einem Monat wieder neue äußere Fakten, auf die wir eingehen können, sind in der Entwicklung nochmal weiter und können weiteres Spannendes dazu beitragen. So machen wir Danke das, auch Traube. für die Einladung, ne? Ja, danke, lieber Traube, danke, liebe Zuschauer. Dann wünschen wir euch noch einen schönen Abend, wo ihr immer seid und bleibt bitte trotzdem positiv bei all dem Wahnsinn. Seid vorbereitet, aber seht das alles ein bisschen als Realsatire. Ich sage alles, sondern für mich ist das alles die wunderbare Welt des Schwachsinns und ein paar Opfer wird es erfordern, aber wir werden hoffentlich mitnichten dazugehören, weil wir schon eine andere Bewusstseinsstufe haben. In diesem Sinne, weiterkämpfen, nicht unterkriegen lassen. Alles Liebe aus Wien und auch an dich, lieber Traugott. Danke. Dankeschön. Bis Ciao. dann. Tschüss. Pussy aus Wien.